Liebe Zuseherinnen, ich freue mich heute, Sie hier zu unserem Thema begrüßen zu dürfen. Wir haben heute das wichtige Thema Demokratie für die Zukunft. Ich darf ganz herzlich meine Gäste begrüßen. Das ist zu meiner Linken einmal den Karl Busel, Mitglied bei Mehr Demokratie e.V. München und auch in der katholischen Arbeiterbewegung tätig. Dann darf ich Dieter Kreis begrüßen, Stadtrat in Fürstenfeldbruck und Referent für Bürgerbeteiligung, und den Willi Drexler, wie auch Stadtrat in Fürstenfeldbruck und Referent für Integration, auch noch in der Caritas ganz aktiv tätig. Ja. Das Thema Demokratie heute, ich denke, viele betrachten die Grundrechte als etwas Selbstverständliches. Und wir sehen eigentlich in dieser Krise gerade, dass die Grundrechte eben nicht etwas Selbstverständliches ist und dass es an uns liegt, die Beibehaltung bzw. auch Wiedererlandung demokratischer Prinzipien zu kämpfen. Grundrechte sind generell Abwehrrechte der Bürger, aber zugleich sind sie auch Grundlage der Werteordnung der Bundesrepublik Deutschland. Und gerade in diesen turbulenten Zeiten können wir beobachten, wie schnell unsere Grundrechte eingeschränkt werden können. Etwas, wofür man eigentlich Jahrzehnte gekämpft hat, und etwas, was sich seit 70 Jahren oder mehr als 70 Jahren Bestand hat. Einschränkung der Grundrechte zum Beispiel in Bezug auf unsere Berufsfreiheit, auf unsere Versammlungsfreiheit, aber auch auf unsere Meinungsfreiheit. Ja. Als jüngstes Beispiel sei hier genannt, gerade in Berlin, wo am 28.08. die Corona-Demo stattfinden sollte, die kurzfristig von Innensenator Geisel abgesagt wurde, beziehungsweise er diese verbieten wollte. Die wurde vom Gericht sofort wieder gekippt, dass sie doch stattfinden darf. Oder wir sehen hier in München auch unser Oberbürgermeister Reiter, der einfach, sagen wir mal, das Grillen auf öffentlichen Plätzen verbieten wollte. Auch das wurde wiederum vom Gericht gekippt. Oder auch Alkoholverbot in München auf öffentlichen Plätzen, beziehungsweise ein generelles Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Und auch das wurde wieder gekippt. Auch ist es irritierend, dass wir in dieser Phase der Corona-Krise oder in der Vergangenheit kritische Berichte sehr, sehr einfach vom YouTube-Kanal zum Beispiel gelöscht werden. Und da stellt sich natürlich für mich schon an die Herren hier die Frage, geht unsere legitimierte Repräsentative, das heißt also die vom Souverän gewählten Politiker, zu leichtfertig mit unseren Grundrechten um? Und ist das Recht des Einzelnen, bezogen zum Beispiel eben auf den Artikel 5.2, der da heißt, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern, eine Zäsur findet nicht statt, weniger wert als das Recht unserer Repräsentative? Karl, da würde ich gerne dich fragen, was du so generell zu diesem Thema sagen würdest. Ja, danke für die Einführung. Ich möchte zumindest mal vorausschicken, dass ich denke, dass die Bundesregierung das im Moment gut hingekriegt hat zum Thema Corona. Aber, und das muss man, denke ich, auch sehen, es ist klar geworden, wie schnell es gehen kann, dass Grundrechte, die man vor einigen Jahren noch als absolut uneingreifbar angesehen hat, dort eingeschränkt worden sind. Und ich denke, das sollte auch jedem zu überlegen geben, zum einen, wie viel uns diese Grundrechte wert sind, und zum zweiten auch, was an Möglichkeiten da ist oder wie man reagieren könnte, wenn das jetzt nicht so positiv verläuft. Ich möchte unseren Bundespolitikern dort hehre Motive unterstellen, warum sie das getan haben. Aber man sieht zum Beispiel in den USA, dass es dort auch Menschen gibt, die vielleicht nicht so hehre Motive haben und die Grundrechte deshalb angreifen. Also von daher teile ich in gewisser Weise die Sorgen. Ich denke nicht, dass man jetzt hier große böswillige Grundrechtsverletzungen begangen hat auf Seiten der Bundesregierung. Aber auf der anderen Seite möchte ich schon auch die Sensibilität dort hochhalten, dass man sagt,
da sind Grundrechte eingeschränkt worden. Und was würden wir jetzt tun, wenn das jemand auf Regierungsebene tun würde, der nicht so gutmütig agiert? Und welche Mittel hat man dagegen? Mhm, danke, Karl. Dieter Kreis, wie siehst du die Sachlage? Ja, ein bisschen differenziert. Also zum einen muss ich sagen, die von dir angesprochene Versammlungsfreiheit ist natürlich ein hohes und schützenswertes Gut. Und ich sehe zum Beispiel solche Aktionen, wie die in Berlin ablaufen, mit einem Lachen und Weinen Auge. Wenn ich sage, auf der einen Seite, oh, es hat doch stattgefunden und die Bürger haben doch ihr Grundrecht, Versammlungsfreiheit ausüben dürfen. Wenn ich dann natürlich auf der anderen Seite sehe, was es da für bekannte Exzesse gibt, die nicht hinnehmbar sind vor dem Reichstag. Das sind natürlich dann Dinge, die dann das Ganze wieder den Entscheidern leicht machen, zu sagen, oh, beim nächsten Mal lassen wir es vielleicht doch lieber. Also da muss man jetzt wirklich mal schauen, wie sich das entwickelt. Grundsätzlich bin ich natürlich dafür, dass solche Demos stattfinden, aber da müssen wir als Demokratie das aushalten, dass dann auch solche Sachen in diesem Fall mal, ich will das jetzt nicht sagen, dass das gut war, was da gelaufen ist, sondern man muss ja mal abwägen, ist das jetzt ein Grundrecht und das ist wichtig und das ist natürlich auch die Verantwortung des Einzelnen, dieses Grundrecht nicht auszunutzen. Wenn ich jetzt auf die Regierungsebene gehe und ich sehe das jetzt in den letzten Monaten, da sehe ich das so, dass anfangs war ich sehr skeptisch, was dann unsere Regierenden hier in Bayern auch oder in der Bundesregierung veranstaltet haben oder für Regelungen erlassen haben, weil ich fand das teilweise sehr ungerecht, weil bestimmte Bereiche, bei denen wurde stärker eingegriffen als bei anderen. Dann kam die Lockerung wieder erst in einigen Bereichen früher als bei anderen, wo ich dann schon mir meine Gedanken gemacht habe und gesagt habe, ist das alles so, was haben die da für Motive dahinter? Gibt es da vielleicht Lobbygruppen, die dann stärker Einfluss nehmen? Ich fand es ein bisschen unverhältnismäßig, wenn man jetzt sieht, Fußballspiele wurden früh wieder erlaubt. Vielleicht war das auch so ein bisschen, ich sag mal, so ein Thema, gibt dem Volk so ein bisschen Brot und Spiele, ja, so halte die Bevölkerung bei Laune. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Motiv dahinter gewesen, wo man solche Sachen schon wieder erlaubt hat, sagen wir Volkssport, wo man die Leute vielleicht auch so ein bisschen, sage ich mal, von den Corona-Problemen ablenken konnte. Aber grundsätzlich muss ich sagen, da stimme ich dir so ein bisschen zu, wenn ich das jetzt über die ganz lange Zeit betrachte. Wie gesagt, ich war am Anfang skeptisch und da hatte ich mir auch gedacht, sei mal wachsam, ob das nicht vielleicht irgendwo ein bisschen in die falsche Richtung geht, dass jetzt Grundrechte dauerhaft eingeschränkt werden. Und ich muss jetzt sagen, dass eigentlich die Regierenden doch lautere Motive haben und dass es im Großen und Ganzen eigentlich doch sehr, sehr, also habe ich jedenfalls einigermaßen Vertrauen in das, was da jetzt abläuft. Aber trotzdem finde ich, gerade was auch Grundrechte betrifft, sollen wir und müssen wir weiter wachsam sein. Ja, Willi Drechsler, du bist ja auch eher immer ein bisschen kritisch der Sache gegenüber. Ja, vom Grundsatz her, Dieter Kreis sagt, also die Demokratie muss das aushalten und der Föderalismus letztendlich, der ist vielleicht in solchen Fällen nicht immer zielführend. Ja. Würdest du das unterstreichen, was Dieter sagt? Ja, also ich denke mir sowieso, ich würde das Stichwort Motive gerne aufgreifen, das der Dieter jetzt schon mehrfach wiederholt hat. Wir haben halt ein Grundrecht, das heißt Freiheit und freie Meinungsäußerung. Ein hoher Wert natürlich, aber ich sehe natürlich die Gefahr, vor allen Dingen, wenn ich jetzt ein Stück weit zurückblicke, vor ein paar Jahren kamen ja sehr viele Flüchtlinge und da gab es dann neue Bewegungen, die jetzt nichts mit Corona zu tun hatten, das kannten wir damals noch nicht, aber diese neuen Bewegungen, die hießen dann Pegida und einige haben sich doch zu einer bekannten Partei inzwischen formiert, aber die haben meiner Ansicht nach sehr häufig dieses Grundrecht der freien Meinungsäußerung eigentlich missbraucht auch. Denn es ist immer abzuwägen, es gibt ja auch das Grundrecht, dass jemand nicht einfach beleidigt werden darf, diskreditiert werden darf und da ist eigentlich, ist erfolgt, dass eine bestimmte Personengruppe, Menschengruppe, denen sind diese Grundrechte aberkannt worden durch diese andere Gruppe, die sich diese Freiheit genommen hat, freie Meinungsäußerung, gegen die anderen irgendwo loszulegen. Und da denke ich, muss man wirklich abwägen, welches Grundrecht hier schwerer oder wichtiger, gewichtiger wirkt. Und ich glaube einfach, die Unversehrtheit der Person, das reicht jetzt nicht nur von der körperlichen Unversehrtheit, sondern auch von der psychischen und seelischen Unversehrtheit,
steht eigentlich darüber, vor der freien Meinungsäußerung, die natürlich sehr schnell eine Grenze überschreiten kann, wo ich denke, das ist nicht mehr akzeptabel im politischen Sinne. Und ich gebe noch ein Beispiel dazu. Grundrechte. Es gibt auch die Europäische Menschenrechtskonvention. Da stehen Dinge drin, das wissen die meisten gar nicht. Unter anderem ein Grundrecht, ein Recht auf Arbeit, dass ich meinen Lebensunterhalt selber bestreiten kann durch meine Arbeit. Das wird für sehr viele Menschen, die wir wegdefinieren aus unserer Gemeinschaft, weil sie vielleicht von woanders herkommen oder aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen sind, denen steht dieses Grundrecht nicht zu. Wobei man sagen muss, dieses Grundrecht auf Arbeit, wie es in der Europäischen Menschenrechtskonvention steht, das wird unter Umständen jetzt, wenn wir mit der Corona in eine Wirtschaftskrise kommen, für viele andere wahrscheinlich auch nicht mehr umsetzbar sein. Das heißt, wenn ich in die Arbeitslosigkeit komme, aber ich möchte arbeiten, müsste man die Arbeit vielleicht irgendwie anders verteilen. Das war ja schon immer so ein Grundprinzip. Ich bin jetzt kein Sozialist, aber die einen haben zu viel Arbeit, die anderen vielleicht zu wenig. Es ist durchaus wieder mal überlegenswert. Vor allen Dingen, wenn man jetzt die Konsequenzen sieht, die durch Corona und die Wirtschaft jetzt dann nicht, oder für die Wirtschaft entstehen. Ich denke, da müssen wir dieses Grundrecht dann schon mal wieder genauer betrachten. Und ob das nicht sonst, wenn man das nicht wertschätzen, dieses Recht, das ist eigentlich nur auf dem Papier steht, ein programmatischer Satz ist, ob das nicht auch wirklich zu gesellschaftlichen Verwerfungen führt und letztendlich auch dazu, dass sich verschiedene Bevölkerungsgruppen auseinander dividieren. Und da sehe ich einfach die größte Gefahr. Der eine, dem wird das Recht zugestanden und der andere hat keine Lobby, dem wird es eben untersagt. Der hat das Recht nicht dann. Ja? Also da würde ich sehr gerne das Augenmerk drauf richten. Danke, Willi. Also um das noch einmal zu sagen, du sagst also, wir müssen aufpassen, dass nicht durch die Minderheiten letztendlich unsere Grundrechte dann dadurch vielleicht ein bisschen in Verruf kommen, ja, die Minderheiten ausnutzen. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt auch sprichst vom Grundrecht der Arbeit, das ist ja zwar ein sage ich mal, bestehendes Recht im europäischen Recht, da gebe ich dir recht, aber es hat keine Folgewirkungen. Nee, das heißt also, es ist richtig, genau, das muss man auch immer ein bisschen dazu sagen. Grundrecht auf Arbeit ist ein gutes Stichwort, weil ich sagte ja vorhin auch, die Berufsfreiheit ist ja im Moment eingeschränkt. Das ist ja nun auch tatsächlich ein Grundrecht. Ja. Aber wenn heute wenn wir nur vor die Haustür gehen und unsere Lokalitäten, die können nicht mehr aufsperren oder dürfen nicht mehr aufsperren, aus den bestimmten Gründen, dann ist das auch ein schwieriges Thema. Und da müssen wir schon auch, denke ich, alle ein bisschen aufmerksam sein, dass wir hier die Verhältnismäßigkeit wahren. Ja. Wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen, wir haben das ja jetzt so ein bisschen global betrachtet oder übergeordnet betrachtet, wenn wir jetzt runtergehen auf den Einzelnen und überlegen, welche Möglichkeiten heute trotzdem jeder Einzelne von uns hat, hier etwas zu bewegen, weil wir wissen ja alles, wir haben eigentlich nur alle 4, 5, 6 Jahre irgendeine Wahl, wo der einzelne Bürger aber zur Wahl gehen kann und möglicherweise dort mal sein Häkchen machen kann und sagen, er ist damit nicht ganz einverstanden. So in diesem, sagen wir mal, Zwischenraum zwischen den Wahlen, was gibt es da für Möglichkeiten? Da haben wir zum einen einmal die Möglichkeit, die Bürgerinitiativen, das ist eine Möglichkeit, die man in Anspruch nehmen kann, aber die werden eben immer aufgrund gewisser Sachprobleme letztendlich gegründet. Ja. Die andere Geschichte ist eben ein Bürgerbegehren dann infolge dessen, oder Volksbegehren, wie man so schön sagt. Alle wissen wir, dass das letzte Volksbegehren das Rettet die Bienen waren, also das war ja auch sehr erfolgreich. Und last but not least, und das ist eine ganz wichtige Sache, das jetzt sehr stark in den Fokus gerückt ist durch 2019, sind die Bürgerräte. Ja. Bürgerrat ist ja 2019 in Deutschland das erste Mal letztendlich, hat das erste Mal stattgefunden, und die Bürger, sage ich mal, und zwar zum Thema mehr Demokratie, genau dem Thema, warum wir heute hier sitzen. Und interessant an der ganzen Geschichte Bürgerrat, es waren eben 160 geloste Menschen auf Grundlage von Vorträgen und Diskussionen, die dann letztendlich zu einem Ergebnis gekommen sind. Ja. Dieses Ergebnis ist jetzt so, dass eben daraus gewisse Vorschläge resultierten zur Stärkung der Demokratie. Und die Frage, die ich jetzt an die Runde stelle, könnte diese Form, nämlich die Einberufung von mehr Bürgerräten, eine zukunftsweise neue demokratische Grundordnung darstellen und somit eine weitere entscheidende Säule
für alle wichtigen Entscheidungen sein. Ja? Also wir jetzt, jeder weiß, dass ich Gemeinwohlökonom bin, wir sagen ja auch, also wir brauchen so ein bisschen eine vierte Säule neben den jetzigen drei Säulen, und die vierte Säule ist eben die Souverän. Wäre das Bürgerrat etwas, was eurer Meinung nach Zukunft hat? Karl Budde, wie siehst du das? Ja, ich komme natürlich vom Verein Mehr Demokratie. Wir haben ja diesen ersten Bürgerrat dort auch mit initiiert und auch maßgebend dort an der Durchführung gearbeitet. Ich persönlich, jetzt neben der Tätigkeit für den Verein, sehe diese Methoden als sehr, sehr effizient an. Der Wolfgang Schäuble hat sich ja als bereit erklärt, die Schirmherrschaft zu übernehmen für das Thema Bürgerrat, was sehr außergewöhnlich ist, weil er steht ja auch relativ kritisch auch dem Thema Volksbegehren gegenüber, wahrscheinlich nach wie vor noch. Und seine Aussage war sehr erstaunlich für viele. Der sagte, die jetzige repräsentative Demokratie bekommt Probleme, die muss Ergebnisse liefern. Die Akzeptanz ist nicht mehr gut genug. So, und wenn sowas von einem Spitzenpolitiker kommt, der wirklich, dem man wirklich nicht unterstellen kann, dass er hier naiv diese Themen angeht oder überoptimistisch ist, dann muss man sich schon überlegen, wenn er recht hat, was tun wir denn dann? Ja, und jetzt zu sagen, wird schon wieder werden. Ja, im Moment ist die Akzeptanz halt nicht so gut. Wir sehen Randgruppen, die erstarken. Wir sehen bestimmte Dinge, die halt nicht mehr interessieren. Es gab auch so einen schönen Artikel in der Süddeutschen, die Verwahrlosung der Demokratie. Ja, ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Fand ich sehr, sehr interessant, wo jemand, der wirklich auch das Thema sehr, sehr gut kennt, sagt, wir müssen unsere Demokratie auch aktiv pflegen. Ja, also es ist wie eine Pflanze, die sich kümmert, die geht ein. Und ich denke, das gilt auch hier. So, und jetzt ist das Thema nicht so ganz pauschal und mit einer Methode zu lösen, aber die Bürgerräte bzw. mehr direkte Beteiligung der Bürger würden natürlich aus unserer Sicht dazu führen, dass auch die Einzelnen mehr Motivation haben, sich um unsere bestehende Demokratie zu kümmern. Wir leben ja auf der Insel der Seligen. Ne? Wir haben im Vergleich zu dem, was die Flüchtlinge dort durchgemacht haben, haben wir eine funktionierende Demokratie, eine hohe Rechtssicherheit, die dadurch zustande kommt, dass wir eben diese Demokratiemechanismen haben, dass per Grundgesetz das Volk der Souverän ist, und wenn jeder einzelne Teil des Chefs hier ist, dann muss er sich auch der Verantwortung stellen. Und häufig hört man das Argument, alle 4 Jahre kann ich das, in der Zwischenzeit kann ich es nicht. Das stimmt natürlich nicht mehr. Ich habe sehr wohl Möglichkeiten, mich zu beteiligen. Aber wir kämpfen sehr, sehr intensiv dafür, auch im Verein, dass diese Möglichkeiten mehr werden und dass die einzelnen Bürger immer stärker motiviert werden, diese auch wahrzunehmen und dann auch sehen, das bringt doch was. Na, ich kann mich beteiligen, meine Stimme wird gehört und ich kann diese Dinge auch umsetzen. Und um das vielleicht ganz, das Ganze abzuschließen, das ist so auch meine Intention, wo ich auch viel Zeit investiere, dass man eben solche Mittel schafft, mit denen ich die einzelnen motivieren kann, ihre Verantwortung wahrzunehmen, nicht nur zur Wahl zu gehen, sondern wirklich auch Themen, die wichtig sind, anzugehen und in solchen Themen, vielleicht schaffen wir es Bürgerräte hier zu initiieren, in kommunalem Umfeld, in bundesweiten Umfeld und über diese direktdemokratischen Mittel wirklich mitzubestimmen und aktiv zu werden. Dieter, du bist Stadtrat und Referent für Bürgerbeteiligung. Also eigentlich müsste das ja genau in deine Richtung gehen mit den Bürgerräten. Der Karl hat gerade gesagt, wir müssen unsere Demokratie auch aktiv pflegen. Das ist so ungefähr, wie ich im Eingang gesagt habe, ja, das ist kein Selbstläufer unserer Demokratie. Und wir müssen auch mit diesen Mitteln vielleicht es wieder schaffen, mehr Demokratie zu den Einzelnen zu bringen. Ist das genau etwas, was auch du letztendlich hier als Stadtrat, eben im Stadtrat auch verfolgen willst und verfolgen wolltest? Verfolgen möchte, gerne. Mhm. Ich möchte vielleicht noch ein bisschen ausholen, weil du das Karl vorhin schon mal gesagt hast, was der Schäuble gesagt hat, dass wir ein Problem haben mit unserer parlamentarischen Demokratie. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass wir sogar eine Krise haben.
dass wir sehen, dass bei den Wahlen immer weniger eigentlich, also die Wahlbeteiligung geht immer weiter runter, erfahrungsgemäß. Wenn ich das jetzt, sage ich mal so, vom langfristigen Trend her sehe, dass wir da eigentlich viele Leute haben, ich sag mal, bei der letzten Wahl irgendwo, ich kann mich erinnern, ich glaube, das war die letzte OB-Wahl hier in Fürstenfeldbruck, wo wir 50%, glaube ich, Wahlbeteiligung haben, wo einfach 50% sich an dem Prozess einfach nicht beteiligt haben. Und da fragt man sich natürlich, was ist so der Grund dafür, wieso beteiligen sich Leute nicht an Wahlen? Wo sie einmal, wie du sagtest, Gerald, alle paar Jahre mal die Chance haben, sich zu beteiligen. Und vielleicht hat das tatsächlich damit zu tun, dass in der Zwischenzeit die Bürger nicht so das Gefühl haben, sich wirklich beteiligen zu können. Vielleicht fehlt ihnen auch das Wissen, wie sie sich beteiligen können. Nochmal vielleicht zurück zu der Krise. Wir haben Erstarken von dieser einen Partei auch, die vielleicht auch dazu führt, dass sich jetzt wieder Leute dann da mehr engagieren, was grundsätzlich natürlich positiv ist, dass Leute dann aktiver werden, aber natürlich in einer vielleicht aus meiner Sicht falschen Richtung. Aber die parlamentarische Demokratie hat aus meiner Sicht auch ein Problem, dass sie durch bestimmte Aktionen, Äußerungen, Verhaltensweisen, wenn man jetzt auf der Bundesebene das sieht, ich sag mal so, wir haben populistische Strömungen, opportunistische Strömungen, dass man dann sein Fähnlein im Winde hängt und die Meinung ändert, je nachdem, wie gerade so vielleicht der Wähler in den Umfragen denkt zu einem bestimmten Thema. Oh, jetzt muss ich meine Meinung ändern. Und vorher war ich dagegen, jetzt bin ich dafür. Wir haben Korruption, wir haben Lobbyismus, wir haben, ich sag mal, Äußerungen wie von dem Herrn Lindner, der sagte, lass doch den Klimaschutz den Experten, ja, zu Fridays for Future. Damit stärkt man natürlich nicht das Vertrauen in die Demokratie oder überhaupt in das System. Oder Herr Seehofer, der dann sagte, ja, an seinem 90. Geburtstag hat er 69 Afghanen zurückgeschickt und lacht dazu. Also das war für mich ein Schlag ins Gesicht, wo ich denke, alles, was man vielleicht jahrelang versucht, in einem Kommunalparlament an Vertrauen aufzubauen, auch in Gesprächen mit den Bürgern, wird so ein Satz durch einen solchen Satz dann wieder irgendwie wirklich komplett kaputt gemacht, aus meiner Sicht. Was kann man da tun? Aus meiner Sicht ist Bürgerbeteiligung, Bürgerräte eine gute Form, eine gute Ergänzung der parlamentarischen Demokratie. Und ich gehe jetzt ganz besonders auf die Bürgerräte ein und nicht auf die Art der freiwilligen, sage ich mal, Bürgerbeteiligung, wenn man jetzt so Bürgerversammlung hat, wo Interessierte hinkommen oder Bürgerinitiativen, da sind Betroffene dabei. Bürgerräte ist halt eine andere, eine neue Form und die ist für mich ein super Instrument, weil dort Leute, die sich vielleicht bisher noch nicht so viel mit Politik beschäftigt haben, dann sich mit einem solchen Thema auseinandersetzen müssen, weil gerade Bürgerräte gelost werden. Und gerade auch, wenn man jetzt sagt, man macht eine Stichprobe aus der Gesamtbevölkerung, ist es repräsentativ für diese Gesamtbevölkerung. Und damit haben wir eine höhere Legitimation, was ich auch jetzt am Mittwoch bei uns im Ausschuss erlebt habe. Da komme ich gleich noch zu, was wir da gefordert haben. Weil dort tatsächlich immer ist, in Bürgerversammlungen kommen immer diejenigen, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, die Lautsprecher und die eigentlich vielleicht auch eine dezidierte Meinung haben, aber sich nicht äußern wollen, bleiben dann eher im Hintergrund und äußern sich nicht. Und wenn wir jetzt eine geloste, tatsächlich einen gelosten Bürgerrat auch auf Kommunalebene haben würden, wäre das aus meiner Sicht ein total wichtiger Schritt, weil dadurch dann die Politik erfahrungsgemäß, wir haben es in Irland gesehen, wir haben es jetzt an dem Bürgerrat Demokratie gesehen, dass dort durch die Politik eine höhere Akzeptanz da ist, weil wir halt wissen, die Gesamtbevölkerung ist repräsentiert in so einem Bürgerrat, dann auch zu sagen, wir akzeptieren die Ergebnisse und können das dann auch umsetzen. Wir haben ein Problem noch in unseren Parlamenten und das ist, dass wir dort, die Politiker sind immer abhängig von den Wahlen. Wir haben, ich sehe es selber so teilweise bei uns, wenn wir jetzt sagen, es geht auf die nächsten Wahlen zu, wie positioniert man sich, was für Aktionen macht man, was für Aussagen, wie entscheidet man, was für Anträge stellt man jetzt noch eben schnell, damit man vielleicht bei den Wählern noch gut irgendwie rüberkommt. Und wenn es dann so konfliktäre Fragen gibt,
sagt man vielleicht eher, oh, das schieben wir jetzt auf die nächste Legislatur, das machen wir jetzt nicht mehr, wir wollen das jetzt nicht mehr machen, oder wir treffen einfach keine Entscheidung, weil das ist so ein heißes Thema. Ich sag mal bei uns in Fürstenfeldbruck, unser ewiges Thema B2-Verlegung. Es wird seit Ewigkeiten immer um das Thema rum geredet. Es wird Bürgerbegehren wird gemacht, Ratsbegehren, alles Mögliche wird entschieden. Und wir haben beim letzten Mal, als wir es, glaube ich, bei uns im Stadtrat entschieden haben, ob wir uns für einen Tunnel entscheiden sollen oder es anmelden sollen für den Bundesverkehrswegeplan, gab es ein PAD. Und das sind eigentlich Situationen, wo ich denke, da haben wir eigentlich als ja auch nicht mehr so diese Handlungsspielräume als Stadtrat, wo wir uns dann gegenseitig blockieren und dann einfach sagen, vielleicht können wir diese Blockade aufheben, indem wir einfach dieses Instrument und diese Entscheidung, diesen Punkt an die Bürger geben und einfach sagen, ihr arbeitet euch ein und ihr entscheidet jetzt und wir als Politik lehnen uns zurück und sagen so ein bisschen, ihr Bürger, wir vertrauen euch, das ist natürlich ganz wichtig dabei, man muss dem Bürger vertrauen. Aber wenn man das macht, kann man, glaube ich, sehr viel gewinnen, auch sehr viel an Vertrauen zurückgewinnen, weil dann die Bürger, die vorher vielleicht auch in diesem Bürgerrat sind und sich nicht mit Politik so viel beschäftigt haben, dann sich damit beschäftigen und dadurch dann auch politischer werden. Dieter, zu dem Thema Vertrauen kommen wir noch. Das ist natürlich ein Thema, hin und her. Willi Dieter sagt ein bisschen, wir haben eine Krise mit der parlamentarischen Demokratie auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite möchte er dann durch das, so ein Standpunkt wie die Bürgerräte also wieder mehr Demokratie da hineinbringen. Ich sehe manchmal ein bisschen die Gefahr, weil das sind ja freiwillig geloste Leute, fühlen die sich nicht vielleicht manchmal auch ein bisschen überfordert dann damit? Ja. Ja, das Problem sehe ich natürlich auch. Ich finde es aber eine sehr interessante Geschichte natürlich, dass jetzt plötzlich jemand zu seinem Glück gezwungen wird. Er muss sich da irgendwo einbringen. Wir kennen in anderen Ländern ja auch sowas wie die Wahlpflicht. Du musst zur Wahl gehen. Mhm. Wir haben ja vorhin schon gesagt, hat der Dieter hat angesprochen, wir kämpfen damit, dass die Leute überhaupt zum Wählen gehen. Gerade in der Kommunalpolitik, wenn es 50% erreicht, musst du eigentlich froh sein. Ich habe es ja erlebt, jetzt hole ich zwar ganz ein bisschen aus, bei der letzten Kommunalwahl, wo nur der Stadtrat gewählt wurde, wir sind gar nicht losgezogen, sondern wählt uns, sondern geht's zum Wählen. Ja? Und auch da war schon, ich weiß nicht was, oder es wird sowieso nicht das gemacht, was ich will. Und da ist eigentlich das mal auch, wo ich auch die Gefahr dann sehe, bei den Bürgerräten. Es wird sich wahrscheinlich durchaus da innerhalb dieser gelosten Personengruppe wieder eine neue Hierarchiestruktur irgendwo herausbilden. Weiß nicht, könnte ich mir vorstellen, weil normalerweise, wenn ich so schaue, wenn ich Gruppen anschaue, da gibt es eine Gruppendynamik und die einen bringen dann Kompetenzen und Motivationen ein und die weniger motiviert sind. Ja, ich bin da froh, wenn mir jemand da sagt, das ist nicht so. Ja? Wenn wir alle mitmachen, dann wäre das eine tolle Geschichte natürlich. Und ich frage mich natürlich, wenn ich jetzt da rein gelost werde, was passiert dann, wenn ich aber gar keine Lust habe, keine Zeit dafür habe? Ja, also da kannst du doch auch noch was sagen. Es ist einfach, wenn ich den nächsten mal in den Raum stellen möchte. Ja. Aber gehen wir einfach nochmal zurück zu dem mit dieser Wahlbeteiligung. Ja. Einer von unserer ältesten Stadtrat hat immer gesagt, ja, es gibt eine Hohl- und eine Bringschuld, ja, was die Informationen anbelangt. Und das habe ich eigentlich bei allen Wahlkämpfen nach außen immer wieder erlebt, dass die meisten sagen, ach, es geht mir ja gut, was soll ich mich da auseinandersetzen, ich habe keine Zeit, keine Lust, ich gehe lieber zum Golfen, ich gehe zum Fußballspielen oder sonst irgendwas und Politik lasse ich halt laufen, tut mir ja nicht weh irgendwo. Oder die anderen, die ganz bestimmte Interessen haben, die Lobbyisten eigentlich sind, ja, für ihre Straße, die B2 ist der Klassiker, die sind hier ganz in der Nähe, wo der Tunnel hätte vielleicht gebaut werden sollen. Alle, die auf der Ecke wohnen, da gab es ja schon mal die Deichenstegtrasse, gesagt, ja, auf gar keinen Fall gibt es das. Ja. Dann gab es aber auch schon Überlegungen, man baut die auf der anderen Seite der Stadt. Ja. Da gab es die gleichen Lobbyisten, ja, bei uns doch nicht. Ja. Und damit erzeugt man natürlich einen Stillstand. Ähnlich ist es natürlich jetzt, das habe ich auch wieder erlebt bei den Wahlkämpfen, der eine Verein sagt, ja, ich brauche ein Eisstadion, ich brauche einen Fußballplatz. Und der Nächste sagt, ja, mein Gott, wir sind ja Schützen, wir wollen ja auch noch irgendetwas. Also jeder will eigentlich seine Interessen irgendwo haben. Ich sage jetzt mal so, von Seiten der Politik habe ich die Erwartung, dass eine gewisse Moral vorhanden ist, dass man nicht nur den eigenen Lobbyisten oder die mir irgendwo zur Mehrheit helfen, nachgebe, sondern auch an die denke, und ich bin halt aber der Integrationsreferent, und das bin ich, glaube ich, auch mit einer gewissen Leidenschaft, an die denke, die jetzt nicht in der Lage sind,
sich für ihre Interessen so zu äußern, dass sie damit auch Erfolg haben. Ja? Und ich glaube, das dürfen wir nicht auf den Blick verlieren. Egal, ob wir jetzt einen Bürgerrat haben oder ein gewähltes Parlament, ein klassisches gewähltes Parlament haben. Aber ich denke, Demokratie lebt natürlich auch davon, dass die Minderheiten auch ihren Platz haben. Klar, haben wir vorhin gesagt, es gibt Minderheiten, die wollen andere Minderheiten wiederum nicht haben. Dann wäre es natürlich irgendwo kritisch, ja. Wir kennen ja die Geschichten mit der Todesstrafe. Wie oft würde die von einer Mehrheit der Bevölkerung eingefordert werden, wo wir aber sagen, das ist natürlich mit unseren Grundrechten überhaupt nicht vereinbar. Und da kommen wir natürlich in der Demokratie sehr schnell in die Bredouille, ob wirklich über das nur geht, was die Mehrheit wirklich will. Und vor allen Dingen, wie wird die Stimmung auch gemacht, ja. Wir haben ja genügend Populisten, die das hervorragend verstehen, das gerade in der internationalen Politik, die Leute auch entsprechend zu manipulieren, dass sie das wollen, was andere sagen, das ist ja völlig absurd irgendwo, ja. Also dahingehend, sage ich mal, es bedarf sehr viel Information und Motivationsarbeit. Fängt natürlich in der Schule an. Es gibt eigentlich die alten klassischen Fächer wie Sozialkunde. Die meisten interessiert mich eigentlich überhaupt. Wie kann ich das überhaupt brauchen? Auch Geschichte hat mich zu meiner Jugend auch nicht besonders interessiert. Versteht man erst später, dass es eigentlich wichtig ist irgendwo. Aber da fängt es an. Und ich habe jetzt, wie ich heute reingefahren bin in der S-Bahn mit einer Anerkannten aus Syrien, einer Geflüchteten, habe ich gesagt, naja, schau mal her, du hast jetzt, bist jetzt davor, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft bekommst. Da musst du zuerst meistens einen Kurs machen, aber zumindest eine Prüfung machen, ja. Dass du das ganze Sozialsystem, das Staatssystem, das politische System etc. alles irgendwo verstehst. Wenn du das nachgewiesen hast, dann bist du Deutsche in diesem Fall, ja. Dann darfst du zum Wählen gehen, hast alle Rechte. Jetzt frag mal umgekehrt, wie schaut es denn mit vielen, die sich als Otto-Normalbürger bezeichnen, aus, die würden diesen Test natürlich nicht schaffen. Ja? Das muss einen Führerschein einführen, so Sozialkunde-Führerschein. Genau, das ist tatsächlich so. Also ich brauche ein Wissen natürlich auch, um tatsächlich qualitativ eine Entscheidung treffen zu können. Ja? Und das ist egal, wo ich sitze, ob in welchem Parlament oder in welchem Gremium. Aber wenn ich dann die breite Bevölkerung anschaue, dann sagt er, ich komme nicht in meine Hängematte vielleicht ausruhen. Das wäre gefährlich. Das ist gefährlich für die Demokratie. Da, ich möchte jetzt einmal kurz darauf antworten, weil die Frage ja recht konkret zu Bürgerräten ging. Niemand hat behauptet, dass es einfach ist. Ja? Die Diskussion, wie man sowas macht, die ist sehr intensiv geführt worden und das kann man auch gut nachlesen. Um genau diese Dinge, Gruppendynamik und sonst was zu vermeiden, sind solche Bürgerräte typischerweise so organisiert, dass man dort in moderierten kleinen Gruppen redet. Also das ist nicht wie eine Bürgerversammlung, wo man 160 Leute zusammentut und dann schaut, was passiert, sondern die Idee dabei ist, dass man in der Regel einen ganzen Tag wirklich zu diesen Themen intensiv informiert. Das heißt also Fachleute einlädt, Vorträge hält, im Vorfeld den Teilnehmenden Dinge zuschickt, sodass sie die dort einarbeiten können und dass man in diesen moderierten Gruppen diskutiert. Weil der 18-jährige Lehrling, der neben dem Professor oder neben dem Stadtrat sitzt, der kommt da sonst nie zu Wort, weil er immer das Gefühl hat, er kann ja da eh nicht mithalten. Also von daher, wenn man das gut moderiert, und das kann man auch nachlesen in diesem ersten Bürgerrat in Deutschland, da hat es gut funktioniert. Die Leute waren da erstaunlich positiv. Man kann natürlich ablehnen, es ist ja kein Zwang, dort teilzunehmen. Und das hat gut funktioniert. Also genau diese Idee zu sagen, man nimmt sich die Zeit und investiert auch das Geld, um Leute einzuladen, die referieren zu lassen und dann die Möglichkeit zu haben, dort entsprechend auch Fragen zu stellen. Und erst dann kann man diskutieren, aber dann Mitte nicht frei diskutieren, sondern in kleinen Runden, in Fünfergruppen oder Zehnergruppen, je nachdem wie groß man das machen will. Fünfergruppen haben sich da ganz gut bewährt, um das moderiert zu diskutieren, also da Leute einzuladen, die auch sowas können und dann abzustimmen und zwar öffentlich abzustimmen zu diesen Themen. Mit Spielregeln praktisch, das höre ich da immer raus, die uns zum Teil im Stadtrat oft fehlen. Ja? Genau, und da die Leute sich untereinander nicht kennen, entsteht auch dort weniger Gruppendynamik als in Gruppen, wo man sich lange kennt. Also das sind ein paar Vorteile, die dort eigentlich
gut funktioniert haben. Dann kam auch natürlich so die Frage, über was kann man denn abstimmen. Na, das ist auch so diese Thematik, die darüber hinausgeht. Und dort sind die Spielregeln für Volksentscheide auch immer die, das muss vom Grundgesetz her abgedeckt sein. Also es gibt natürlich eine Zulassung für solche Dinge und diese Zulassung, die muss erfolgen, also muss so einen Entscheid anmelden und der Einspruch kann immer erfolgen durch die Gerichtsbarkeit. Also wenn die Juristen sagen, also wenn ein Gericht sagt, das Todesstrafe ist nichts, ja, brauchen wir nicht abstimmen. Auflösung der Bundesrepublik brauchen wir auch nicht drüber abstimmen, ist vom Grundgesetz nicht gedeckt. Also auf dieser Ebene muss man dann schon reden. Und der dritte Punkt, auf den ich noch ganz kurz eingehen will, ist natürlich, muss sich die Politik und die Leute, die gewählt sind, ihre Verantwortung stellen. Ja, also das ist jetzt nicht eine Methode, um zu sagen, ich delegiere da einfach. Das ist mir jetzt zu schwierig, ja, also das mache ich jetzt mal nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich immer wieder Situationen, wo man Patt hat. Ja, was tut man denn dann? Und die Grundidee ist schon, so ein Bürgerrat dann auch als neutralen, gelosten, als geloste Gruppe an Personen zu definieren, von denen man dann erwartet, dass sie dort einen Vorschlag erarbeiten. Dieser Vorschlag kann nie so tief gehen, dass da eine Gesetzesvorlage rauskommt, aber viele Dinge sind mit gesundem Menschenverstand zu lösen. Das wissen die Stadträte auch, das wissen die Parlamentarier auch. Sie kriegen es halt nicht hin, weil es gibt einen Fraktionszwang, es gibt natürlich persönliche Interessen, wer möchte wiedergewählt werden. Es gibt bestimmte Dinge, die Politiker, die jetzt die Verantwortung haben, so ein bisschen ein Korsett zwängen und sagen, wir kriegen das nicht hin. So, und wenn ich so einen Bürgerrat wähle, dann gibt es ja keinen Parteienproporz, da gibt es keine Parteilinien, da gibt es auch keine persönlichen Interessen. Ja, die Personen tauchen in der Öffentlichkeit nicht aus, der hat keinen Vorteil, wenn er dafür oder dagegen stimmt, sondern da kann man dann wirklich über Dinge diskutieren, entlang von Sachlinien, wie das so schön heißt, und die Emotionen raushalten, wie das in Irland erfolgt ist. Das hat ja so die Runde gemacht. Ja, Irland erzkonservativ, die haben dort über das Thema Homo-Ehe abgestimmt, was die Politik nie gemacht hätte. Das ist ein Thema, das ist nicht so enorm wichtig, dass man da große Katastrophen erwartet. Das ist ein sehr unangenehmes Thema, wo man sagt, nee, das diskutieren wir lieber nicht. Und es gibt da bestimmte Haushaltsthemen oder lokale Themen, die man dort durchaus gut abstimmen kann. Und das ist so wie ein Schiedsrichter vielleicht zu sehen. Man sagt, wir kriegen es nicht hin, wir haben Patt. Ja, entscheidet ihr mal, dann hat man einen Grund und kann vielleicht auch als Politiker darauf verweisen. Und diese Bürgerräte, die sollten natürlich entweder einberufen werden, im Fall der Bundesrepublik, im ersten Bürgerrat war es vom Parlament, ja, der Parlamentspräsident, der Bundestagspräsident Schäuble hat es dort übernommen, gesagt, den berufen wir jetzt mal ein, schauen wir mal, was da passiert, ob da was Gescheites rauskommt. Und wenn dort gute Ergebnisse rauskommen, dann können wir uns überlegen, ob wir denen folgen. So, und er sagte dann ganz interessant, eigentlich im Schlussstatement dann dazu, ja, wenn man sowas macht, dann wissen die Bürger ja, das ist ein Rat, den sie geben, der muss nicht befolgt werden. Aber man könnte ihn gut verbinden mit dem Volksentscheid. Das heißt also, wenn man sich dann immer noch nicht durchsetzt, dann kann man in der einen oder anderen vorgelagerten Volksentscheid mit Bürgerrat und dann eine Abstimmung, wenn die Politik das nicht hinkriegt, dann kann man wirklich so einen Weg auch gehen, wo man sagt, das ist wie eine Gesetzgebung dort zu sehen, wo man auch solche Gremien dann wesentlich mächtiger macht als heute. Oder in Ostbelgien zum Beispiel gibt es die belgische Region, in der Deutsch gesprochen wird, die haben so einen Bürgerrat fest etabliert. Ja, mal schauen, ob das auf Dauer geht. Das läuft jetzt 2-3 Jahre. Und die haben dort zyklisch Bürgerräte, die im Parlament sitzen. Also geloste Bürger, ja, die dann wieder von der Bürgerratsversammlung dort entsandt werden. Und die sind dann mal ein halbes Jahr oder irgendwas in der Größenordnung dort im Parlament vertreten mit auch vielen Rechten. Sowas könnte man sich schon vorstellen. Also man kann, der Punkt ist ganz valide. Das ist nicht einfach und es ist kein Selbstläufer. Also man muss dort schon das ernst nehmen, auch Zeit und Geld investieren, um diese Bürgerräte richtig aufzusetzen. Und dann ist es auch ein sehr valides und mächtiges Instrument. Für ein kurzes Beispiel von Fürstenberg zu bringen. Gerne, Willi. Ich meine, ich hätte auch noch eine Zwischenfrage gestellt, weil eben der Willi eben auch das Thema nochmal Minderheiten angesprochen hat, inwieweit die
in diesem Bürgerrat eben vertreten sind, dann oder wer vertritt eigentlich dann die Minderheiten? Das wäre schon noch ein ganz interessantes Thema. Wir müssen nur ein bisschen auf unsere Zeit, auf die Zeit schauen. Ja. Also Minderheiten ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der kann man nachlesen. Es gibt eine Internetseite bürgerrat.de. Da sind diese Dinge intensiv beschrieben, wie ausgelost wurde. Und ich kann natürlich, bevor ich auslose, sagen, wie will ich das Verhältnis dort haben? Wie viel männlich, wie viel weiblich, wie viel in welcher Altersgruppe, wie viel von bestimmten Minderheiten? Ja, also da war zum Beispiel auch eine Minderheit stark vorgesehen, das waren die Migranten. Ja, also wir haben so und so viele Migranten, oder Migranten ist jetzt falsch, Bundesbürger mit ausländischen Wurzeln. Ja, und die wollen wir dort auch vertreten haben, in der Größenordnung, in der sie die Bevölkerung vertreten. Und da muss man sich aber die Mühe machen, weil ich natürlich weiß, wenn ich dort 10 anschreibe, trauen sich einfach 8 nicht. Ja? Muss ich vielleicht ein bisschen mehr anschreiben. Ja? Oder ich muss auch schauen, dass ich mehr Junge anschreibe oder in bestimmten Regionen mehr anschreibe, wo ich weiß, die sind sozial schwach. Da trauen sich viele nicht. Also die Arbeit und die Mühe muss ich mir machen, um so einen Bürgerrat dann auch so zusammenzustellen, dass er die Bevölkerung in der Region oder in Deutschland auch wirklich repräsentiert. Willi, du wolltest doch ganz kurz was... Also, find ich schon mal ganz gut, diese Darstellung, dass wirklich alle auch irgendwo sich vertreten fühlen können. Denk, da muss man wirklich auswählen, weil sonst kommt er wirklich wieder auf eine bestimmte Interessensgruppe zusammen und dann letztendlich verfolgt die das, was sie eigentlich möchte. Und die wenig Sprache haben, kommen dabei zu kurz. Also das wäre eine ganz wichtige Geschichte aus meinem Blickwinkel, auch als Integrationsreferent natürlich. Aber ich wollte das Burger Beispiel nochmal bringen. Wir hatten eine sehr gute Bürgerinitiative zum Thema FIMA-Platz. Ja, das war ja ganz was Ähnliches. Ist auch erfolgreich gestartet, hat das von der Politik beschlossene Konzept damit ausgehebelt. Es gab dann Workshops und so weiter. Was können wir denn alternativ machen, was bei der Bevölkerung, bei den Bürgern besser ankommt. Waren tolle Vorschläge. Stagniert jetzt. Einfach deswegen, obwohl die Vorschläge gut sind, weil es wirtschaftlich nicht umzusetzen ist. Wir finden keinen Investor. Die Stadt kann es natürlich nicht sagen, wir sponsern das jetzt mal mit so und so vielen Millionen. Und das ist natürlich für die Beteiligten und auch für die Gruppierungen, die es vielleicht mitgetragen haben im Staat, natürlich ein gewisser Frust, dass man dieser Bürgerinitiative jetzt nicht das Erfolgsgefühl zukommen lassen kann, dass sie gute Arbeit geleistet haben, weil letztendlich hinterher die Kommunalaufsicht sagt, das könnt ihr nicht umsetzen, das ist eine freiwillige Leistung, weil ihr sonst eure Pflichtaufgaben nicht mehr erledigen könnt. Und da ist die ganze Kreativität natürlich der Bürgerinitiative, oder das war ja fast der Bürgerrat, so was Ähnliches, ja, da waren ja alles mögliche Leute dabei, das ist jetzt irgendwie in der Schublade verschwunden, was ich eigentlich ein Trauerspiel finde. Ja. Weil da war es wirklich angemessen, sowas zu machen. Da gab es jetzt keine Vereinsinteressen oder sonstiges, sondern da ging es wirklich um die Sache, diesen Platz zu gestalten. Ja? Da kam man nicht in Konflikt, entweder ich oder der andere, sondern nein, um diesen Platz ging es. Aber letztendlich hat das Geld dann nicht gereicht, um die schönen Dinge dann wirklich zu realisieren. Zumindest nicht bisher. Und ich glaube, Corona wird es nicht besser machen jetzt. Ja. Aber das ist genau ein Beispiel, das ich auch jetzt am Mittwoch gebracht habe. Wir hatten unseren Konversionsausschuss. Wenn man Bürgerbeteiligung macht, muss man es gescheit machen. Und das war eines von den Beispielen, das war halt nicht gescheit, weil die Bürger wurden, denen wurde suggeriert, ihr dürft jetzt über den Entwurf abstimmen, der realisiert wird. Und es war aber nur, ja, ihr entscheidet, aber danach entscheidet der Stadtrat noch, ob es überhaupt realisiert. Und ich glaube, da geht es auch wieder um das Thema Vertrauen und es gescheit zu machen. Und das wäre bei einem Bürgerrat, glaube ich, anders gelaufen, wenn wir das, ich sag mal, vernünftig aufgezogen hätten, mit einem Konzept, wo wir dann gesagt hätten, die Bürger haben, klar, ich meine, wir als Politik haben da, sage ich mal, falsche Vorgaben gemacht, oder auch die Verwaltung, um jetzt zu sagen, wir haben vorher nicht die Wirtschaftlichkeit geprüft von diesen Entwürfen. Ja? Das war zum Beispiel unser Fehler. Und das hätten wir natürlich vorher machen müssen. Und so war es extrem frustrierend. Und das habe ich jetzt am Mittwoch, wie gesagt, auch als Negativbeispiel gesehen für eine schlechte Bürgerbeteiligung. Und wir haben jetzt für den Fliegerhorst jetzt mal vereinbart, dass wir machen eine Bürgerbeteiligung und wir werden dort, werden die Büros, die anbieten, dort auch zum Thema Bürgerrat Stellung nehmen müssen und sagen müssen, was halten Sie von einem Bürgerrat? Bietet ihr das mit an oder nicht? Und dann haben wir als Ausschuss, als Stadtrat immer noch die Möglichkeit zu sagen, wollen wir das wirklich mal wagen, einen Bürgerrat hier tatsächlich zu machen, weil der
Fliegerhorst ist aus meiner Sicht das wichtigste Projekt in Bruck in den nächsten 50, 100 Jahren. Extrem wichtig. Es gibt konträre Meinungen, was wir da machen, und da die Bürger zu fragen, was wollt ihr eigentlich auf diesem Gelände? Ja? Soll das Wohnbau sein? Soll das Gewerbe? Soll das eine Mischform sein? Soll das ein ökologischer Musterstadtteil werden? Was auch immer. Da brauchen wir natürlich als Politiker auch den Mut, solche Fragen mal abzugeben und dem Bürger zu vertrauen. Ganz, ganz kurz vielleicht dazu. Ich denke, was ganz, ganz wichtig ist bei diesen Mitteln der direkten Bürgerbeteiligung, ist, es muss, wie, das habe ich in der Schule gelernt, wie ein Vertrag aufgesetzt sein. Ein Vertrag muss klar und wahr sein. Das habe ich mir gemerkt. Ja? Und das gilt für diese Dinge auch. Das heißt also, wenn man sowas angeht, dann muss man ganz klar sagen, über was dürft ihr entscheiden und wie wird es sein. Weil wenn dort Hintergedanken dabei sind, dann sagen, sagen wir, die Bürger entscheiden lassen, schauen, sowas kommt raus, dann ist das natürlich nicht fair. Also man muss diese Dinge auch wollen, das darf kein Feigenblattpolitik sein, sondern man muss wirklich ganz klar sagen, über was entscheiden wir und wie wird es umgesetzt. Und wenn das klar ist, dann weiß man auch oder muss damit rechnen, sage ich willkommen in der Politik, dass wenn ich für irgendwas bin und das nicht durchkriege, dann wird es ja nicht umgesetzt. Das Risiko habe ich, egal wie gut es ist. Wenn es nicht geht, weil die Finanzmittel fehlen oder sonst was, oder es rechtlich nicht geht, dann muss ich auch damit leben. Nur man muss das ganz klar vorher kommunizieren, über was wird hier entschieden und wie wird entschieden, wie geht es weiter, weil ansonsten ist es frustrierend, da hängt sich jemand rein, investiert viel Arbeit und hat dann das Gefühl, die haben mich da verarscht. Also das war nie ernst gemeint. Das darf nicht passieren. Also wenn man sowas aufsetzt, muss man es wirklich ernsthaft aufsetzen. Danke, Karl. Also wir sind ja jetzt dadurch wirklich schon bei den Kommunen gelandet und ich sehe halt auch immer ein bisschen die Gefahr dabei, dass es schon auch Vorbehalte von den Politikern gibt, und zwar einfach aufgrund dessen, weil Politiker und Verwaltung auch befürchtet im Prinzip, dass sie ein bisschen an Einfluss verlieren. Ja? Das ist einfach so und das ist einfach immer wieder, schwingt es auch ein bisschen mit, aber auch umgekehrt muss man sagen, auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern ist das Bewusstsein, dass sie verstärkt mitwirken können oder dürfen, im Grunde auch noch nicht wirklich angekommen. Deswegen nochmal ganz kurz, vielleicht nur in einem Satz, Dieter, die Frage, Bürgerräte wirklich runterbrechen auf die Kommunalebene oder sollte man die doch eher auf einer, sagen wir, Bundesebene oder vielleicht sogar Landesebene lassen? Also ich finde, ich bin großer Freund davon, das auf die Kommunalebene runterzubrechen. Ich habe ja schon die Beispiele genannt. So ein bisschen Fliegerhorst ist das eine Thema bei uns. Das wird uns sicherlich jetzt die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch begleiten, bis wir das jetzt wirklich so mal umgesetzt haben. Da finde ich es einfach wichtig, weil wir auch diese konträren Meinungen im Stadtrat haben, da einfach zu sagen, wir nehmen uns zurück und wir sind sonst, gerade der Stadtrat in Bruck ist immer sehr, sehr kampfeslustig, doch auf den eigenen Positionen zu beharren und dort nicht abzuweichen und so etwas mal aufzubrechen. Es ist auch so eine Art Pattsituation, wo man einfach sagt, es gibt dann die verschiedenen Möglichkeiten, Meinungen, wir werden uns nicht einig und ich habe es jetzt am Mittwoch schon wieder erlebt, das ist dann auch wieder so, dass dann da bestimmte Leute auf ihren Meinungen dann beharren und sagen, das war aber schon so und wir haben das und das ja schon mal so festgelegt und wir wollen das auch so weitermachen. Und wenn wir da das auf Kommunalebene tatsächlich mal versuchen, weil wir haben dieses Beispiel von der Bundesebene, wir haben es auch aus anderen Ländern, wo jetzt, ich glaube, in Frankreich so ein Bürgerrat zum Thema Klima mal gemacht wird, in anderen Ländern auch. Und dieses jetzt tatsächlich mal runterzubrechen auf die Kommune, es wäre ein guter Versuch wert. Wir wissen ja auch, es gibt diese Bürgerräte auch in anderen Städten. Du hast ja schon die Homepage mal genannt, ich glaube bürgerrat.de, wo es Beispiele von diversen Kommunen gibt, ich glaube auch in München, wo so Bürgerräte mal gemacht wurden. Und das ist, also ich will wirklich eine Lanze dafür brechen, wir sollten das auf der kommunalen Ebene machen, weil das ist eigentlich so die Grundebene. Und wenn wir da die Leute erreichen, dass die wieder anfangen, sich mehr für Politik zu interessieren, weil wir diese gelosten oder durch diese gelosten Bürgerräte Leute bekommen, sich mit dem Thema zu befassen, die es vorher nicht gemacht haben, werden sie sich auch mit anderen Themen beschäftigen und dann vielleicht auch für bundes- oder landespolitische Sachen wieder mehr Interesse haben. Ich glaube, das ist ein erster kleiner Baustein, um wieder mehr Vertrauen in die Demokratie und auch in die parlamentarische Demokratie zu bekommen.
Ja, Willi, wie gesagt, mehr Demokratie, mehr parlamentarische Demokratie. Wichtig ist, glaube ich, auch das, was der Karl schon gesagt hat. Es muss vertraglich ganz klar definiert sein, damit die Bürger dann also nicht unterm Strich das Gefühl haben, es war umsonst, was sie gemacht haben, was ja durchaus leider Gottes immer wieder vorkommt. Wir haben auch dasselbe Beispiel im Moment in Olching, dass hier, also hier, was die Paulusgrube betrifft, auch hier schon vor langer Zeit eben Bürgerworkshops gegeben hat und letztendlich jetzt wir in einer Phase sind, wo man manches leider nicht mehr so wiederfindet, wie es ursprünglich eben durch die Bürgerworkshops letztendlich manifestiert worden ist. Ja. Wie siehst du das auch nochmal auf kommunaler Ebene? Also ich finde es natürlich ein sehr begrüßenswertes Modell, das man unbedingt ausprobieren muss. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass man als Bürgerrat auch an seine Grenzen kommt. Das erleben wir selbst als gewählte Stadträte. Wir sind ja sehr starken Maße auch den Gutachtern vor allen Dingen inzwischen ausgeliefert. Wir kriegen ja die komplexesten Sitzungsvorlagen, die eigentlich ohne fachliches Wissen gerade erst im speziellen Bereich oft gar nicht wirklich bewertbar sind. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass natürlich ein Bürgerrat, der gewählt ist, dass dem sehr viel anders geht. Ja? Da kommt einer und sagt, so und so ist es. Dem kann ich unter Umständen oder wahrscheinlich gar nicht widersprechen, weil ich eben diese professionelle Kompetenz gar nicht einbringen kann. Ich kann zwar versuchen, das zu verstehen, oder wenn es eine gute Vorlage ist, wenn vielleicht verschiedene Wege aufgezeigt werden, wo mir noch eine Handlungsoption bleibt, dann ist es okay. Aber wenn der Gutachter von vornherein sagt, in diese Richtung geht es und was anderes gibt es eigentlich nicht, dann bleibt auch dem Parlamentarier eigentlich fast keine Handlungsmöglichkeit. Das ist, dann braucht er keinen Bürgerrat. Ja, das passiert uns leider immer häufiger. Und was natürlich auf der anderen Seite, wo wir eigentlich diese Bürgerräte hätten und wir sie kaum irgendwo dazu bringen, dass wir sie wirklich dafür aufstellen lassen oder dass sie eben legitimiert werden. Der Stadtjugendrat zum Beispiel, ja, wird ja von den Jugendlichen gewählt. Erstens, wir finden kaum Kandidaten, die müssen wirklich betteln, dass sich da welche finden. Oft hast du noch die Kinder von Stadträten oder so, die da das in die Wiege gelegt bekommen. Und wenn man die Wahlbeteiligung anschaut, da ist ja eine normale Kommunalwahl noch gar nicht dagegen. Wie viel man gehabt hat, keine 10% oder sowas, gell? Oder 8% oder sowas waren es irgendwas gewesen, ja? Dann noch tiefer. Bitte? Ich glaube noch tiefer. Ja, noch tiefer sogar. Also ganz weit unten, das ist im einstelligen Bereich auf alle Fälle, die Wahlbeteiligung von den wahlberechtigten Jugendlichen. Also, als hätten die die Möglichkeit, aus ihren eigenen Kreisen die Jugendlichen da reinzubringen. Man hört ja sogar auf den Stadtjugendrat, ja. Aber das finden sich weder Kandidaten noch welche, die ihn wählen wollen irgendwo, ja. Obwohl da sogar ja Kompetenzen da sind oder auch Möglichkeiten, Entscheidungen mit einfließen zu lassen. Wir machen noch andere Beiräte, die muss man auch mehr oder weniger betteln. Aber wie gesagt, die sind nicht ein bisschen, machen wir Dinge ja ein Placebo oder so, oder ein schönes Beiwerk. Wir haben einen Umweltbeirat, ja, der dann selber plötzlich in Interessenkonflikte gerät, ja, mit einem sagt, ja, wie will der das denn irgendein Baugebiet haben oder so. Das machen wir nicht so ganz einfach. Aber es hört sich jetzt an, als wäre ich dagegen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich denke, je mehr Bürgerbeteiligung, ohne dass es die reinen Lobbyisten sind, die nur ihre Straße da haben wollen oder die Straße weghaben wollen, finde ich das durchaus sehr gut. Denn in der Kommune, glaube ich, ist für Otto Normalbürger noch überschaubarer, als wenn sich jetzt die um die große Bundespolitik kümmern sollen. Da wo ich sage, ich durchschaue das ja auch nicht mehr, was alles hinter den Gardinen für diplomatische Rücksichten genommen werden müssen. Ja. Da bin ich dann verloren irgendwo. Aber in der Kommune weiß ich noch ungefähr, wie die Sache abgeht oder so. Ja. Aber wir hatten ja die Geschichte mit den Straßennamen, ja, das war so interessant. Ja, der interessiert mich nicht, der Straßenname, aber ich will nicht, dass er geändert wird, weil dann muss ich meine ganzen Papiere ändern dann, ja. Das war die Hauptmotivation. Nicht, ob das jetzt ein schräger Vogel ist, der da dort einen Straßennamen spendiert bekam, das war den meisten völlig egal gewesen, ja. Die haben den verteidigt, auch wenn sie mal verteidigen wollten, bloß damit sie nicht irgendwelchen Arbeiten oder Unbequemlichkeiten dahinter betroffen sind. Danke, Willi. Also, Karl, möchtest du ganz kurz dazu, aber wirklich, wirklich kurz. Also klar, es geht um die menschliche Natur. Ja. Menschen zu motivieren, was zu tun, ist nicht einfach. Niemand hat aber behauptet, dass es einfach ist in diesem Umfeld Bürgerräte. Also ich stimme dem letzten Punkt zu, man sollte sich dieser Aufgabe stellen, um die Chance dort wahrzunehmen, genau diese Effekte wegzukriegen und wirklich darzustellen, du kannst was bewegen. Ja,
Danke, Karl. Also ich möchte jetzt da ein bisschen schon in den Abschluss kommen. Wir haben ja noch zwei Sachen, die eigentlich das ein bisschen fast unterstreichen, was du gesagt hast, Willi. Es gibt ja schon seit über 20 Jahren auch andere Beteiligungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Thema, ich möchte nicht zu sehr stressen, Bürgerhaushalt. Ja. Bürgerhaushalt, sage ich einmal, im einfachsten Sinne, jeder führt ein Haushaltsbuch, nicht jeder, aber die viele von uns führen ein Haushaltsbuch und wir haben das einfach auf die höhere Ebene gestellt, dass wir als Steuerzahler sagen, wo soll unser Geld im Prinzip verwendet werden. Ja? Ich sage jetzt und sage trotzdem jetzt auch einmal ein bisschen provokativ, was ja ein bisschen auch in deine Richtung geht. Es gibt auf der einen Seite das Schwarzbuch, das heißt also die öffentliche Verschwendung sozusagen, die da dargestellt wird, wo sich jeder drüber aufregt. Und auf der anderen Seite gibt es seit über 20 Jahren den Bürgerhaushalt, ja, und keiner nimmt dran teil. Ist es von Anfang an so eine gewisse Totgeburt gewesen oder warum nehmen die Bürger einfach nicht daran teil? Weil im Grunde ist es ja schon auch irgendwo, sagen wir mal, wenn wir jetzt über Bürgerräte sprechen, die Frage, wird dann der Bürgerrat doch eher angenommen als so, solche Sachen wie der Bürgerhaushalt? Und wir gehen ja dann auch nochmal zu dem Thema Konsul, also auch eine Software, die letztendlich für die Beteiligung, zur Beteiligung möglich ist. Ja, was den Haushalt anbelangt, auch ein Stadtjugendrat hat ja einen Haushalt in der Teilnehmermaße zur Verfügung. Ist natürlich ganz schön schwer, dass die das Geld wirklich für das einsetzen. Also die sind ja selber oft verzweifelt, wenn man mir das Gefühl, was sie damit machen sollen jetzt mit dem Geld. Aber ich finde es schon grundsätzlich eine gute Sache. Wir haben ja auch Ausschüsse und so weiter. Ja, Vergabegremium. Also es gibt in anderen Organisationen, wo ich zum Beispiel bin, da gibt es dann ein Vergabegremium. Das ist, glaube ich, durchaus eine ganz geschickte Sache. Und in diesen Vergabegremien ist ein Teil durch Stadträte besetzt und ein Teil eben durch Nicht-Stadträte. Ja? Und das ist ja ganz was Ähnliches. Es ist ja auch ein Haushalt, der hier etwas zur Verfügung steht. Meistens sind es natürlich irgendwelche Wohlfahrtsgeschichten, was damit gemacht wird, mit so einem Fonds oder so. Ja, es gibt auch den Bürgerfonds. Aber auf der anderen Seite, wo man dann tatsächlich gestaltet, da kommt man mit dem Haushalt natürlich wieder um nicht hin. Da gibt es ja auch rechtliche Vorbehalte und so weiter, was man damit machen darf. Es darf ja nicht jeder. Es gibt ja das kommunale Haushaltsrecht und da ist halt einfach nur der Stadtrat im Prinzip dann wieder befugt. Ja. Also da ist es schon wieder eingeschränkt, natürlich, die ganze Geschichte. Die zweite Frage, sagst du mir jetzt damit, da bin ich jetzt gerade, habe ich jetzt gerade einen Faden verloren. Nein, ich wollte nur generell wissen, ob eben, woran liegt es, dass die Bürgerinnen und Bürger das nicht wirklich annehmen. Ja, das wäre also im Grunde meine Grundsatzfrage gewesen. Ja, die Unsicherheit spielt natürlich eine ganz große Rolle. Ja. Und wenn natürlich, das erleben wir ja auch im Stadtrat, wenn jetzt ein Newcomer da ist und sagt, der bringt jetzt irgendeine kreative Idee, dann kommen dann die Alten und sagen, ja, was soll denn, das geht ja überhaupt nicht. Und, so, ja? Und wenn sich der zwei, dreimal zu Wort meldet so, und dem wird dann selber über den Mund gefahren, weil die Politik hat da keine Hemmungen teilweise, ja, gerade so alt eingesessen, dann sagt der andere, jetzt sage ich aber nichts mehr, ja, da ziehe ich immer den Kürzeren irgendwo. Also das hängt sehr viel auch mit der Psyche, denke ich, zusammen, mit Selbstbewusstsein. Und das muss man natürlich erstmal aufbauen und dazu brauche ich Kompetenzen. Ja. Und das trauen sich dann vielleicht viele wiederum nicht zu, weil der andere macht es so lange, da muss es ja eigentlich besser wissen. Und ich denke auch in seinem Stadtrat, da brauchst du wirklich, manche sind natürlich total super, die sind da sofort drin, staune ich natürlich, aber ansonsten braucht man natürlich schon eine ganze Weile, sagen wir mal ein Jahr oder zwei brauchst du dann schon, um zu wissen, wie das überhaupt abläuft. Das sind die Inhalte, aber natürlich auch die persönlichen, individuelle Geschichten, die da untereinander irgendwo vor sich gehen, ja, bis man das einmal überrissen hat, dann, glaube ich, kann man erst wirklich dann einmal da drin auch aktiv sein. Ja. Und das fehlt, glaube ich, sehr viel natürlich. Ja. Aber ich glaube, wir müssen wieder zurückgehen in die Schule. Also in der Schule werden sehr viele Dinge gelehrt, aber den selbstbewussten und verantwortungsbewussten Bürger würde ich vor allen Dingen sagen, ja. Den bringt die Schule anscheinend nur sehr marginal hervor. Läuft vielleicht dort irgendwo etwas schief. Ja. Wir haben gesagt, die Kommunen sind eigentlich die Kernzelle oder Keimzelle der Demokratie. Habe ich selber erst einmal in einem Rathausreport-Artikel wiedergegeben. Habe ich mir von einigen Ärger eingehandelt, weil ich das so zitiert habe aus der Bayerischen Verfassung. Aber ich denke, die Schule ist eigentlich, ein anderes Gremium oder eine andere Institution haben wir ja bisher nicht. Ist eigentlich schon so etwas wie die Kernkeimzelle, die Urzelle. Urzelle ist vielleicht besser für Demokratie, wo man das eigentlich lernen sollte. Ja, wir wählen einen Klassensprecher. Die Frage, hat der was zu sagen? Kann sich die Klasse dagegen auflehnen? Dann denkt, da lernt man es eigentlich, wie sowas funktioniert. Und ich glaube, das müssen wir einfach noch wesentlich mehr stärken, als wie dass man nur
formelles Lernen irgendwo versucht zu vermitteln, das man dann abfragt. Dieter, wir haben Bürgerhaushalt seit über 20 Jahren. Wir haben jetzt auch eine sogenannte Open Software für Bürgerbeteiligung, Konsul, namens Konsul. Letztendlich, wie siehst du das? Konsul wäre ja eigentlich genau etwas da, wo ich sage, in Zeiten der Digitalisierung, was gerade für junge Leute, sage ich einmal, eine interessante Geschichte wäre, um sich da mehr zu beteiligen. Glaubst du, wir haben Chancen, dass wir doch mehr die Leute wieder an solchen, sage ich mal, Instrumenten heranziehen können, dass sie dann auch dadurch auch unser generelles Thema mehr Demokratie lernen und auch anwenden? Ja, auf jeden Fall. Also zum Thema Bürgerhaushalt, ich glaube, dass da, wenn wir das jetzt uns anschauen, wir haben, also wichtig ist, dass man es gescheit macht. Ja? Also es ist jetzt nicht, ich finde nicht, dass es gescheitert ist, weil wir haben es zum Beispiel in Bruck, soweit ich das weiß, noch nicht ausprobiert. Mhm. Wir sind jetzt dran, ich werde das deinem Fraktionskollegen, wollen wir jetzt einen Antrag ausarbeiten, dass wir einen Bürgerhaushalt für 2021 einführen, dass ein Teil des Projekts, des Budgets tatsächlich der Bürger bestimmen kann, was soll denn mit dem Geld passieren. Mir schwebt dann noch vor, zusätzlich auch noch so Bürgerprojekte zu machen, so kleine, halt einen kleinen Teil von diesem Bürgerhaushalt, wo die Bürger dann nicht nur sagen, ah, das soll jetzt irgendwo, ich sag mal, ein Grünstreifen als Blühfläche gestaltet werden, sondern dass die Bürger dann auch noch nicht nur das Geld, über das Geld verfügen, also quasi entscheiden können, da wird eine Blühfläche gemacht, sondern auch noch, ja, ich darf es dann selber umsetzen. Also dass sie dann tatsächlich auch solche Sachen nicht nur entscheiden und der Stadtrat sagt dann, ja, die Verwaltung macht's, sondern wir entscheiden als Bürger, dieses Projekt hat die meisten Stimmen bekommen und dann können wir das auch umsetzen. Also das halte ich zum Beispiel auch noch neben dem Bürgerhaushalt für ein ganz tolles Projekt, wo man die Bürger mitnehmen kann und einbeziehen kann. Und gerade wenn es jetzt auch um junge Leute geht, um digitale Formen, finde ich jetzt diese Software-Konsol wirklich gut. Und was aus meiner Sicht fehlt momentan, ist so ein bisschen so die Bekanntheit dafür. Sowohl für die Software als auch für den Bürgerhaushalt. Das sind alles noch Themen, die man normalerweise, da muss man wirklich nachsuchen. Man wird nicht drauf gestoßen und es bedarf eigentlich Initiativen eigentlich, dass solche Sachen dann mal in die Kommunalparlamente reinkommen und dann auch in den Haushalt reinkommen, dass man jetzt wirklich einen Bürgerhaushalt auch bekommt. Da ist dann wichtig, dass man es gescheit macht, dass man Transparenz drin hat, dass der Bürger tatsächlich die ganze Zeit mitgenommen wird, in diesen Prozess einbezogen ist, nicht nur entscheidet und dann sagt, ja, und irgendwann, oh, sieht er, ich habe darüber entschieden und am Ende kommt aber ganz was anderes raus. Das wäre natürlich dann auch nicht so im Sinne. Wie gesagt, dass die Bürger dann transparent wissen, was los ist, dass sie beteiligt werden, aktiv und dass man dann den Bürgern immer wieder auch Rechenschaft abgibt, wo stehen wir jetzt mit unseren Projekten. Ja, das sind aus meiner Sicht dann wesentliche Dinge. Wir brauchen für so einen Bürgerhaushalt und auch für diese Software tatsächlich eine Verwaltung. In der Verwaltung müssen engagierte Leute sitzen, die das vorantreiben wollen. Wir brauchen auch dann die Stadtspitze, Bürgermeister, Oberbürgermeister, die dann auch dahinter stehen. Und ich glaube, wenn wir so etwas bekommen, dann können wir das tatsächlich auch umsetzen. Da stehen die Chancen gut. Also ich würde dafür auch werben, wenn wir so etwas tatsächlich dann mal auch in dem Sinne ausprobieren. Ja, das ist genau wie ein Bürgerrat. Wir müssen es jetzt mal wagen und schauen und einen Geldbetrag von vielleicht 100.000 Euro, sage ich mal so, vom Budget einfach mal nehmen und sagen, darüber darf jetzt mal der Bürger entscheiden. Auch das ist ein Instrument, finde ich, durch das wir tatsächlich sehr gut auch die Bürger wieder mit einbeziehen können. Willi, du wolltest noch ganz kurz darauf eingehen. Das ist halt die Frage, ob man einen Bürger tatsächlich auch bei wesentlichen Dingen und nicht bloß so ein bisschen so am Rande irgendwo beteiligen kann. Und wir hatten jetzt gerade im Stadtrat eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, da ging es darum, ob wir die Sozialwohnung, also ein Gebäude, das in die Sozialwohnungen reinkommt, und ob wir das als Stadt selber betreiben, also bauen und verwalten in unserem Eigentum ist. Es war fast eine Pattsituation. Im Ausschuss war es dafür und dann letztendlich dann im Plenum, also der Gesamtstadtrat, hat sich dann dagegen entschieden. Das heißt, es gibt einen Wohnbauträger, der das in Zukunft dann betreiben wird. Es gibt zwar Erbpacht, das geht immer in die Stadt zurück, aber in 75 Jahren, glaube ich, oder sowas, also nach langer Zeit.
Aber das wäre eigentlich eine Geschichte gewesen, wo ich sage, was mich interessiert hätte, was will denn der Bürger tatsächlich? Will er, dass wir das als Stadt in eigener Betrieb und Eigentum behalten? Oder ob man das tatsächlich jetzt rausvergeben, da hat die Stadt schon ein bisschen Mitspracherecht, aber letztendlich, wenn es jetzt einen Gewinn gibt, also eine Wohnbaugesellschaft macht das ja auch nur dann, wenn sie sieht, sie kann einen Gewinn erwirtschaften. Warum können wir das nicht selber? Ich meine, da käme jetzt auf ein anderes Thema. Ich sage, die Verwaltung hat gesagt, wir haben keine Kapazitäten, das zu machen. Wobei natürlich unsere Kämmerin gesagt hat, ja, wir sind an solche Auflagen gebunden bei der Ausschreibung, dass wir nie so wirtschaftlich arbeiten können wie jetzt ein privater Betreiber. Sag ich mal, mag stimmen, aber das Kuckuckseil haben wir uns letztendlich selber gelegt, ja? Dass wir so 1000 Vorschriften machen und auch zum Teil vielleicht wir als Stadträte Anträge einreichen, weil es halt schön ist, weil man damit vielleicht in der Öffentlichkeit gut dasteht, aber letztendlich die Verwaltung blockieren, dass die keine Zeit hat mehr für unsere eigenen Projekte dann. Ja? Aber da wäre es wirklich eine Sache gewesen, hätte mich interessiert, was würde der Bürger wirklich? Karl, Bürger aktiv beteiligen, aber auch vor allem bei den wichtigen Entscheidungen aktiv beteiligen. Was sagst du dazu? Genau. Ich denke, das trifft eigentlich den Kern. Ja, und dass das unter Umständen nicht einfach ist für viele Politiker, diesen Schritt zu wagen, das ist auch klar, ja, weil ich gehe ein gewisses Risiko ein. Aber auf der anderen Seite ist aus meiner Sicht das vergebene Liebesmühe, wenn man jetzt kein wichtiges Thema hat, sondern ein kleines Thema, wo man sagt, beteilige dich, dann engagiere ich mich auch nicht so. So ein Thema, soll die Kommune mehr Geld investieren, um sozialen Wohnungsbau selbst zu fördern? Und das dann offen zu legen, kostet so und so viele Millionen, heißt, dass wir kein Hallenbad, kein Fußballplatz, kein sonst was kriegen. Und da muss man dann mit offenen Karten spielen. Und das ist aber dann Thema, da kann man sich die Köpfe heiß reden, zum einen. Das interessiert aber auch, weil natürlich Fürstenfeldbruck ist im Speckgürtel von München, da steigen die Mieten. Ja, das ist nicht für alle lustig. Ja, und da habe ich dann plötzlich auch eine Dynamik drin und das ist wichtig. Aus meiner Sicht ist es ein sehr wichtiges Thema, auch mit enormen Finanzmitteln verbunden. Und sowas zur Diskussion zu stellen, da zum Bürgerrat einzuberufen oder diese Dinge mit dem Haushalt zu versehen, wo ich sage, dann aber ernsthaft abstimmen. Ja, also weil die Problematik ist natürlich immer die, ich habe jetzt so ein Projekt wie den Viehmarktplatz. Das ist ein Riesenprojekt, da geht es jetzt nicht um 10.000 Euro, ja, sondern es sind Summen, die können schon richtig wehtun. So, und dort zu sagen, ich stelle das jetzt zur Diskussion und folge auch diesen Entscheidungen. Das wäre natürlich eine Geschichte, die wäre schon mutig. Ja, da gibt es Grenzen, wo man sagt, ja, das können wir nicht machen, weil es ruiniert uns. Ja, aber es gibt andere Ecken, so städtischer Wohnungsbau. Kann man sowas eingehen? Es gibt zum Beispiel das Ulmer Modell, ja, kann man jetzt nicht im Detail ausführen, da fehlt uns die Zeit, aber dort hat die Stadt den Daumen drauf und sagt, wir sorgen dafür, dass die Mietpreise nicht oder die Bodenpreise nicht so stark steigen. Wien, ein gutes Beispiel, besitzt eine enorme Menge an Wohnungen. Da gab es viel Blutvergießen im Stadtrat, ja, zu den Zeiten, als es üblich war, diese Dinge zu verscherbeln. Also solche Dinge dort zur Abstimmung zu stellen, ich gehe davon aus, das würde viele motivieren, dort aktiv zu werden, weil sie sagen, das bewegt mich und das sind Themen, die interessieren mich nicht nur, sondern sind für mich lebensnotwendig. Und wenn ich dort mitwirken kann, aber so mitwirken kann, dass auch meine Stimme gehört wird und dass ich auch das Gefühl habe, ich werde dort ernst genommen, dann bin ich der Meinung, könnten wir schon einige Bürger oder relativ viele Bürger dort motivieren, aktiv zu werden. Man wird nie alle motivieren können. Ich denke, das ist auch klar. Aber diejenigen, die Interesse daran haben und bereit wären, dort Zeit zu investieren, die könnte man mit sowas erreichen. Ja, wir kommen jetzt schon zum Abschluss unserer Sendung heute. Bis jetzt schon sehr, sehr interessant. Erfahrungen, die wir hier alle miteinander teilen. Und so generell meine Abschlussfrage ist, die würde es auch immer geben, so ein bisschen bitte eure Vision darzustellen, aber bitte ganz kurz in ein, zwei Sätzen zu unserem Thema, dass ihr bitte unsere die Vision darstellt. Karl, darf ich wieder mit dir beginnen? Mein Wunsch wäre, dass wir es schaffen, Mittel zur Verfügung zu stellen, wie Bürgerräte, Volksentscheide, die es erlauben, in Deutschland dem Souverän, dem Volk, dem einzelnen Bürger,
aktiver mitzubestimmen, als wir es jetzt tun, um unsere Demokratie lebendig zu halten und gegen die Gefahren, die jetzt vom rechten und linken Rand drohen, aktiv was entgegensetzen zu können und unsere Demokratie weiter zu pflegen. Dieter? Meine Vision ist, dass wir in Fürstenfeldbruck in der Frage der B2-Verlegung tatsächlich einen Bürgerrat einberufen, dass wir dort diesen gordischen Knoten dadurch zerschlagen, diese Pattsituation, indem wir in den nächsten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren tatsächlich die Bürger darüber abstimmen sollen, ob wir, ich sag mal, die B2 verlegen, die B2 einen Tunnel machen, was auch immer dort passiert. Das wäre meine große Vision, weil dann hätten wir wirklich ein Jahrhundertprojekt einmal, sagen wir, auf den Weg gebracht, wo man auch, wohl auch der Stadtrat dann dahinter stehen könnte, wenn die Bürger das so entscheiden. Dem kann ich mich natürlich voll anschließen. Aber ich werde natürlich trotzdem noch ein paar eigene Gedanken einbringen dazu. Ich denke, wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass der Wert der Demokratie auch erhalten bleibt, dass es wertgeschätzt wird, dass wir eine Demokratie haben, dass wir Grundrechte haben, die unantastbar sind. Weil momentan sehe ich auch im Rahmen jetzt von Corona, dass manche Menschen sagen, das gilt jetzt überhaupt nicht mehr. Nein, das muss erhalten bleiben und da müssen wir alles dafür tun. Und dazu gehört eben auch, dass wir Menschen einbeziehen, die formell noch nicht den Bürgerstatus haben, also keine Möglichkeit haben, selber zu wählen, sondern dass alle Menschen, die jetzt in einem Gemeinwesen irgendwo hier wohnen, die ihren Lebensmittelpunkt haben, dass die sich auch trauen, dass man sie einbezieht, dass sie einbezogen werden, aber dass sie die auch trauen, sich einzubringen. Das, denke ich, gehört eben auch mit dazu. Sei es jetzt, ob es um junge Menschen geht, ob es Menschen geht, die neu zugezogen sind. Ich sage jetzt gar nicht unbedingt das Wort Migranten jetzt in den Mund, sondern einfach nicht nur die Alteingesessenen, sondern auch die Neuzugezogenen, die gestalten das Gemeinwesen und das soll man gemeinsam machen. Und dann ist es auch letztendlich unsere Stadt und nicht so, wie jetzt leider unser Bürgermeister in der letzten Stadtratssitzung gesagt hat, ich nehme dafür kein Geld mehr in der Hand, das interessiert nicht mehr, weil die machen alles kaputt. Mehr sage ich jetzt nicht, ja, aber das war für mich eigentlich eine Klatsche. Das kann man nicht so stehen lassen, sondern auch Menschen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, sich hier sozial entsprechend zu verhalten, wie es vielleicht einige erwarten, die gehören auch zu der Stadt dazu und damit muss ich mich auseinandersetzen und die muss ich auch mit einbeziehen. Das werden die nur mehr an den Rand gedrängt und da bin ich natürlich als Integrationsreferent strikt dagegen. Danke, Willi. Ja, dann komme ich zum Abschluss. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und vor allem den beteiligten Diskutanten. Das war eine sehr, sehr interessante Diskussion, wie ich meine, die unterm Strich gezeigt hat, also wir wollen alle mehr, aber es ist halt nicht so ganz einfach durchzusetzen. Ja? Wichtig ist dabei, nicht zu vergessen, dass wir, sagen wir mal, den rechtlichen Rahmen, dass das Ganze auch ein bisschen verbindlicher wird. Ja? Es nutzt nichts nur reine Absichtserklärungen hier und Lippenbekenntnisse, sondern es sollte dann, wenn wir in diese Richtung gehen, auch viel mehr verfolgbar sein, ob und was eben mit unseren Entscheidungen dann geschehen ist, sowohl auf oberer Ebene, das heißt auf übergeordneter demokratischer Ebene, als auch runtergebrochen eben in die möglichen, sage ich einmal, Bürgerräte hinein. Und das ist auch eine Frage letztendlich, wie Kommunalpolitik und Verwaltung müssen meines Erachtens lernen und sie müssen Methoden und Techniken lernen, mit den Bürgern konstruktiv Diskurse zu führen und Entscheidungsprozesse gemeinsam zu finden. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal recht herzlich, freue mich schon auf nächste Woche, auf unsere wieder nächste Sendung, die da heißt Energie, Klima und Mobilität. Vielen Dank.